Hallo, kennst du mich? Ich heiße Alice. Normalerweise arbeite ich im Naturhistorischen Museum in Wien als Vermittlerin, aber jetzt bin ich zu Hause bei mir. Was ich da auf dem Kopf habe, ist ein Insektennetz. Sowas verwenden Insektenforscher und Insektenforscherinnen auch bei uns am Museum, um Insekten zu fangen und zu beobachten. Die sind ja so klein, viele fliegen, wir können da nicht mitfliegen, das heißt, wir müssen sie irgendwie fangen, anschauen und da brauchen wir oft auch eine Lupe, denn sie sind wirklich oft sehr klein. So ein Insektennetz kannst du auch basteln. Das schaut so aus. Du hast hier einen Ring und einen Sack. Den Ring kannst du aus einem Kleiderbügel machen. Das ist so ein Kleiderbügel, wie man ihn in der Putzerei bekommt. Wenn man etwas zum Reinigen hintragt, dann bekommt man das so zurück. Und aus diesem Kleiderbügel kann man mit einer Zange, die wirst du auch brauchen, dann einen Ring formen. Das heißt, ich mache daraus einen runden Ring und diesen Haken, den biege ich auch gerade, weil da kommt dann ganz am Schluss ein Stecken dran und dann kann man mit dem Netz auch fangen. Was du natürlich brauchst, ist ein Vorhangstoff, also zum Beispiel so einer oder der da, ganz egal welches Muster er hat, oje, der hat ein Loch, also ein Loch sollte er nicht haben. Ein alter Vorhang kann auch bunt sein, muss nicht weiß sein, ganz egal. Dann brauchst du wahrscheinlich noch das, einen Faden, eine Nadel, aber ganz sicher brauchst du einen oder eine Erwachsene. Hier habe ich einen Kleiderbügel schon zu einem Kreis gebogen. Auch der Haken ist jetzt schon gerade, da hilft eine Flachzange wirklich sehr. Daran kannst du ganz am Schluss eine lange Stange zum Halten befestigen. Schere, Nadel und Faden brauchst du. Wenn ihr eine Nähmaschine habt, geht das natürlich auch umso besser. Dieser Stoff hier war übrigens mal der Küchenvorhang von meiner Oma, der hat ganz lustige Tupfen. So musst du den Stoff zuschneiden. Aus den zwei Teilen wird der Sack genäht. Zuerst näht man die beiden Hälften auf den Ring, dann erst werden die Seiten zusammengenäht, sodass der Sack dann zu ist. Hier siehst du eine Grille. Wie kommt aber jetzt das kleine Tier vom Netz in die Becherlupe? Das ist das Ding auf dem Bild. Oder in ein anderes Gefäß zum Beobachten. Ich zeige dir das mal an den Zeichnungen vor. Zu Hause habe ich ja keine Insekten. Wenn du ein Insekt im Netz gefangen hast, dann versuche es ganz vorsichtig in dein Gefäß krabbeln zu lassen. Oder schubse es ein bisschen. So, dass es da in die Becherlupe geht. Ich schubse das da ein bisschen. Ganz vorsichtig aber, damit keine Beinchen oder Fühler oder Flügel kaputt gehen. Deckel drauf. Der Deckel hat Luftlöcher. Und staunen. Nachdem du den Käfer, die Ameise, die Hummel, die Biene oder den Schmetterling bewundert hast, lass sie wieder frei. Insekten sind so spannend und wenn man sie aus der Nähe betrachtet, dann noch viel mehr.